Hallo Spieler, kommt rüber. Willkommen zu einer neuen Folge des Stumble Arounds im DLC von Outer Wilds, Shadow of the Eye. Wir stolpern wild durch eine Science-Fiction-Welt und versuchen herauszufinden, was zum Teufel da eigentlich los ist. Und ich muss gleich ganz zu Anfang hier, wir laden direkt rein, es geht direkt los. Aber bevor es direkt losgeht, ich widerspreche mir direkt in den ersten Sekunden selber, muss ich einen wichtigen Disclaimer raushauen und eine Spoiler-Warnung. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, dieses Spiel möchtet ihr selbst erleben. So, Ehrensache, das muss immer, ja, gehört dazu. Dieses Spiel wollt ihr selbst erleben. Ihr wollt das Basisspiel selbst erleben, ihr wollt auch diesen DLC selbst erleben. Und ich dachte aber, vielleicht, wenn man nur das Basisspiel spielen will, kann man trotzdem diese DLC-Walkthrough, ist ja kein Walkthrough, ist ein Stumble-Through, haben wir schon drüber gesprochen. Oh. Das ist offensichtlich vom Feuer, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Ich dachte, ich hätte alles gesehen, was es in diesem Startbildschirm so zu sehen gibt, was da so durchsaust. Sehr schön, Glutbrocken. Okay, ich dachte, man könnte den DLC machen, ohne das Basisspiel zu viel zu erwähnen und dadurch zu viel zu spoilern. Das scheint aber jetzt, nachdem ich über die letzte Folge noch ein bisschen nachgedacht habe, das ist raus, das kriegen wir nicht hin, das geht nicht. Und ich erkläre auch gleich, wieso. Aber bevor ich das erkläre, hier nochmal die große, große Warnung. Wenn ihr Outer Wilds noch nicht gespielt habt, tut euch den Gefallen, brecht den Stumble Around hier ab und kommt wieder, wenn ihr es durch habt. Wenn ihr zumindest das Basisspiel durch habt. Aber ich meine, warum würdet ihr den Walkthrough, also den DLC nicht selber spielen wollen? Es ist Irrsinn. Tut es nicht. Was wollt ihr hier? Seid ihr, also, ja, gut, okay, ihr seid immer noch da. Ich kann euch nicht helfen. Mehr als ich es versucht habe. Ihr seid, Eigenverantwortung ist das Gebot der Stunde. Also, wenn ihr noch da seid. Schön, freut mich. Hallo, willkommen zum Stumble Around. Und bevor wir hier mehr Zeit verschwenden, denn wir sind ja hier auf einer unbarmherzigen Rutsche. Wir führen einen Kampf gegen die Uhr. Jede Sekunde, die vergeht, bringt uns dem Unvermeidlichen näher. Deswegen gehen wir direkt hier. Ich weiß, es ist visuell super langweilig, immer in diesen Computer zu gehen als erstes. Aber ich habe es schon mal gesagt, hier bleibt die Zeit stehen. Das heißt, jetzt können wir in Ruhe erstens über Dinge sprechen und zweitens hier mal gucken, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir wollen jetzt beides. Erstens mal hier gucken, was das Logbuch eingetragen hat für die Dinge. Also das Reservoir haben wir ja gefunden. Das heißt, das, was, wo der Staudamm bricht. Da gucken wir mal, was das Spiel hier zu verzeichnet. An enormous reservoir with wooden piers and buildings on both shores. Fair enough. Gebäude auf beiden Seiten. I found a room with a burned control interface. Ja, das hat man ja gesagt. Das ist kaputt offensichtlich. Und a projection that seems to indicate a broken connection between the stranger and another craft. Ja, da komme ich gleich zu. Another craft. Gutes Stichwort. Was haben wir hier noch? Sealed Vault. A slide reel showed a strange vault being closed. A slide reel from the Cinder Isles showed a glowing symbol and chains appear around the strange vault. Ja, also, ich glaube, wir haben die Strange Vault auch schon gesehen in diesem Reservoir. Das ist jetzt hier interessanterweise nicht eingetragen, aber wir werden sehen. Wir kommen da ja nochmal hin. I saw a building marked with a unique symbol recessed into one of the canyon walls. I saw a building marked with a unique symbol. But the bridge that used to, ah, das ist das, wo wir nicht hingekommen sind, weil der Sprung zu weit war und uns dann die Strömung weggetragen hat. Meine Theorie dazu ist, wenn das Wasser da noch drin ist im Reservoir, ist das vielleicht hoch genug? Mal sehen, dass wir da hinkommen. War das alles? Ne, hier ist noch was Neues. Burned slide reel. A slide reel that shows the strangest inhabitants analyzing the eye of the universe. Several slides have been burned and cannot be viewed. Ja, zu diesem slide reel. Und zu diesem Craft, das da ausgeschickt. Achso, Moment, jetzt bin ich. Ah, ne, wir fliegen los. Wir sind eigentlich soweit. Den Rest kann ich jetzt auch beim Fliegen. Also, wieder denselben Fehler gemacht wie das letzte Mal. Wir müssen ja wieder eins von diesen Dingern hier markieren. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Come on. Oh. Okay, jetzt. Also, die eine Dia-Show. Übrigens, wir haben jetzt noch eine dritte Dia-Show. Das ist der Auftrag. Das erste Ziel für heute ist, die dritte Dia-Show zu finden. Aber die ersten beiden Dia-Shows haben das Bild ergeben, dass diese außerirdische Rasse, die Gewäulen, die Eulen mit dem Geweih, das wird übrigens wahrscheinlich etymologisch, also ist das in der Natur und in der menschlichen Zivilisationsgeschichte wahrscheinlich verschleifen. Irgendwann heißen sie dann Gewäulen und mal sehen, wie die noch heißen. Also diese Gewäulen haben das Auge des Universums entdeckt, haben beschlossen, da fliegen wir hin
Und dann haben sie offenbar auf dem Weg entdeckt, dass das Auge des Universums eine große Gefahr bedeutet. Oder, und das ist mir nachträglich klar geworden, die haben das gar nicht entdeckt, sondern die sind paranoid. Vielleicht stimmt das ja gar nicht. Vielleicht ist das Auge des Universums gar keine Gefahr, sondern ein paar von diesen Gewollen sind einfach nur ein bisschen paranoid geworden. Und haben dann ja dieses Gebäude da in Brand gesteckt und offenbar ja auch ein Fahrzeug losgeschickt, was das Auge kontaktieren soll. Und die unangenehme Frage, die sich mir gestellt hat, sofort, ne, eben nicht sofort, sondern nach einer Weile sacken lassen. Das ist ein Ding, also es sieht aus wie ein Space Shrimp und insofern das Aussehen passt nicht ganz zu meiner Theorie, aber ich erzähle erstmal die Theorie, bevor ich sie selber sabotiere. Wir haben ja diese Vault, in der grünes Zeug eingesperrt ist, was mich sehr an Geistermaterie erinnert hat. So, hier sind wir jetzt wieder unterhalb des Reservoirs. Jetzt waren wir genau einmal ganz rum. Und das müssen wir auch schnell machen, damit wir das schaffen, bevor das Reservoir einkracht. Und da drüben, wie gesagt, war ja auch noch eine weitere... Achso, das müssen wir erst vom Ufer abstoßen. Und dann drauf. Und los geht's. Also, jetzt sind wir mit Volldampf. Ja, die schicken ein Gefährt aus, vorne aus dem... Das Steuern ist gar nicht so leicht. Vorne aus dem Ringwelt. Auf dem Deckel der Ringwelt, sag ich mal. Und sie hantieren mit Geistermaterie. Und die große, große offene Frage aus dem Basisspiel, und jetzt komme ich zum Spoiler-Territory. Territory. Ist ja... was ist der Interloper? Was ist Geistermaterie? Denn das ist ja ein unheimlich wichtiges Element der Handlung. Wie gesagt, ihr seid eigenverantwortlich hier. Ich spoilere jetzt, was das Zeug hält, aber so ist es halt. Dieser Interloper kommt im Sonnensystem an, dann bricht dieser Fels da drin auf und dann werden die Nomai ausgerottet dadurch. Das ist also tierisch gefährlich. Das ist quasi eine Waffe, eine Massenvernichtungswaffe. Und wenn das jetzt keine Naturgewalt ist, sondern zum Beispiel ein schrimpförmiges Geschoss, was irgendwelche Außerirdischen ausgeschickt haben, weil sie paranoiderweise auf die Idee gekommen sind, das Auge ist gefährlich und muss gestoppt werden, dann haben wir es hier vielleicht mit dem Ursprung des Massenmords an den Nomai zu tun, denn wir als Hearthians, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, Kamino, Wladimir Kamino, okay, jetzt habe ich die Station hier verpasst, und die Strömung ist zu stark, um zurückzukommen, das ist schlecht. Wir sind eigentlich da, wo wir hin wollten, aber ich komme hier jetzt nicht raus. Das ist nicht ganz günstig. Halt mal nicht in den Tunnel. Scheiße. Oder, Moment. Wollten wir... jetzt bin ich verwirrt. Vielleicht ist die Dia-Show auch hier im... Wir sind ja noch gar nicht im Reservoir. Da kommen wir jetzt erst an. Das ist wirklich sehr, sehr schwer, nur zu steuern. Okay, da ist irgendwas in der Mitte. Das könnte das... die Vault sein. So, hier wollen wir, glaube ich, nach oben. Die Musik ist jetzt sehr viel entspannter geworden. Da ist die Dockstation. Das kennen wir jetzt alles vom letzten Mal. Sehr viel höher über dem Wasserspiegel, weil, wie ich mir das ja dachte, der Wasserspiegel noch nicht gesunken ist. Das ist wirklich die Steuerung. Diese große. Also, ich muss die Gewollen ein bisschen kritisieren, aber dieses Floßsystem ist zwar hübsch, aber... nur so mitteleffektiv. So, die haben wir schon aufgekriegt. Das wird sicherlich nochmal wichtig werden, aber erstmal gucken wir jetzt, dass wir diese Dia-Show sehen. Da sind wir ja beim letzten Versuch gestorben, als wir die Tür zum Hinterzimmer aufgemacht haben. Hier steht direkt eine Laterne. Das ist nett, damit wir nicht auch hier nochmal suchen müssen groß. So, die Laterne platzieren wir schon mal. Und jetzt war hier noch irgendwo eine Tür. Wo war die Tür? Hier hinten. So, jetzt ist übrigens wieder dieses Geräusch hat wieder angefangen. Vielleicht können wir mal gucken, was das ist. Das ist zu einem bestimmten Zeitpunkt, ein paar Minuten nach Start der Loop, kommt dieses Geräusch. Ja, wir sind zu spät, glaube ich. Haben es schon wieder verpasst. Irgendwann müssen wir mal gucken, ob wir sehen können, was das ist. Noch eine zweite Tür. So, was... Okay, das ist ein bisschen enttäuschend, aber vielleicht gibt es hier Dia-Rämchen. Nee, gibt es nicht. Wir kommen hier einfach raus und es ist eine Sackgasse.
Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein, nicht die Tür zu machen. Okay, das ist tatsächlich auch ein bisschen nervig. Man sieht nichts, aber wenn man Licht anmacht, gehen die Türen zu. So, hier ist wieder eine Gewäule, aber hier gibt es keine Dias. Aufpassen, so die Tür nicht wieder versehentlich zu machen. Hier auch nicht. Irgendwo. Wieder Porträts, hier nicht mit zerkratzten Gesichtern. Also, es ist ja angekündigt worden, dass der Plot, oder angekündigt, ich habe das irgendwo gesehen, dass der Plot hier ein bisschen finsterer ist. Es kann auch sein, dass die Firma, also die Hersteller oder die Produzenten, die Software-Schmiede, sagt man ja, glaube ich, selber gewarnt hat, dass das irgendwie ein bisschen verstörend sein kann. Vielleicht ist es auch das. Vielleicht ist es die Tatsache, dass diese Gewäulen... Okay, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Wir haben hier einen Diaprojektor, aber keine Bilder, die wir da angucken können. Gut, wir können mal versuchen... Obwohl das jetzt nicht so richtig viel Sinn macht. Jetzt weiß ich auch die Reihenfolge gar nicht mehr. War das Auge Feuer, Auge Feuer oder Feuer, Auge Feuer, Auge? Wir werden sehen. Na, aha. Feuer. Ja. So war das. Dasselbe passiert wie letztes Mal, aber ist egal, die Tür geht nicht wieder zu. Sehr gut. Okay, einmal Treibstoff auffüllen, wenn wir schon mal da sind. Ja, das ist gründlich kaputt, würde ich sagen. Und das ist jetzt auch nicht innerhalb der Logik dieses Spiels, ist das eher nicht so, dass man das reparieren kann, würde ich denken. Haben wir hier noch was übersehen? Nein, das sind einfach nur die Löcher, durch die wir da reingeguckt haben. Hier sind diese Monitore. Gut, das sieht jetzt nicht aus wie der Interloper, muss ich schon auch sagen. Also das ist erstens kein Komet oder kein Felsbrocken und zweitens auch nicht dieser Steinbrocken innen drin, in dem die Geistermaterie war. Allerdings hat es hier vorne irgendwie... Ja gut, das ist nicht Geistermaterieform, das ist irgendwie so... Ich weiß nicht, ob das Energie symbolisiert. Gut, das ist ein bisschen enttäuschend, dass wir hier jetzt erstmal nichts Neues finden. Vielleicht sollten wir dann auf der anderen Seite gucken, was da drüben los ist. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, bis hier alles kaputt geht. Also ich habe den Eindruck, ich habe da oben jetzt alles abgesucht. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Okay, das, was da in der Mitte schwimmt, ist einfach nur ein weiteres Floß. Hier ist wahrscheinlich jemand zum Angeln rausgefahren und dann hat ihn die Vault geholt. Die Vault müsste jetzt unter mir sein, wenn ich mich nicht täusche. Bonk. So, dann wollen wir mal sehen, was wir hier geboten kriegen. Ach, da drüben wäre die Dockstation. Ja, machen wir es mal, wie das Spiel das möchte. Docken wir richtig. Rum. Und hier rein. Ja, ich nehme es zurück. Gewollen. Ich entschuldige mich. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ich war einfach zu blöd, das richtig zu steuern. So, hier haben wir jetzt wieder was Unübersetzbares. Das wäre auch schön, wenn wir das mal aufheben könnten. Also wenn uns... Und ist abgesperrt. Mit einem Warnschild, das entweder einfach nur sagt, Vorsicht, feuchter Boden. Oder Vorsicht, Lebensgefahr. Gut, brauche ich gar nicht versuchen. Können wir nicht. Können wir nicht lesen. Okay, Gewäulenstühle. Ist ein bisschen creepy, dass die Stühle der Gewäulen mit Geweihen. Die Rückenlehnen sind Geweihe. Also ein bisschen, hat so ein bisschen was Kannibalisches. Dann setzen wir uns einfach über den nächsten, die nächste Warnung auch noch hinweg, würde ich sagen. Wenn wir schon mal hier illegal unterwegs sind. Okay, und dann stehen wir vor der kaputten Tür. Da wollen wir rein. So wie Schröder ins Kanzleramt wollen wir da rein. Die Frage ist... Aha. Und schon sind wir da. Kann auch die Tür aufmachen. Die Tür aufmachen. So, ein bisschen mehr Licht vielleicht. Da drüben ist eine Laterne vorgemerkt. Mhm.
einleuchte. Passiert da was? Kann ich vielleicht eine von diesen Laternen da auch rein absetzen? Ja. Aha. Aha. Also das könnte sein. Ach nee, das ist das Reservoir. Das ist das Ding, was da im Wasser hängt, offensichtlich. An drei Ketten. Und innen drin ist die. Jetzt bricht der Staub. Ja, Spektakel. Gucken wir das mal von außen an. Ja, okay. Die Plattform, auf der unser Floß geankert war, ist jetzt futsch. Und hier kommt diese. Ja, es scheint ein Behältnis zu sein, was um das Behältnis rum, in dem die große Gefahr abgesichert wurde, gebaut ist. Gut. Das ist jetzt ein bisschen seltsam, dass hier ein Apparat gebaut ist, der nur ein einziges Dia an die Wand wirft, aber so ist das. Gut. Macht nichts, macht keinen Unterschied. Hier haben wir eine Kette. Hier können wir nochmal. Und hier ist nochmal ein kaputter Steuerapparat. Jetzt für diese versenkte Boje, in der offenbar die Vault drin ist, um die es eigentlich geht, wenn ich das hier so richtig deute. Ne? Hier, das Ding hier, das scheint die mit drei Ketten gesicherte Vault zu sein. Das heißt, wir müssen vielleicht erstmal die Boje aufkriegen. Und das sieht so aus, als wäre die von unten offen. Jetzt ist die Frage, ist die Boje noch im Wasser? Ja, ist sie. Dann machen wir noch mal eine Probe aufs Exempel. Gucken, ob er von unten rein kann. Wir kommen von unten rein. Yippie, hey. Und so, und jetzt? Ja, da ist ein bisschen Luft drin und da ist eine Treppe. Ja, wir nähern uns dem Herz der Gefahr. Ja, da ist die Vault. Hier brennt ein Feuer, an dem wir. Machen wir doch direkt. Ah, lassen wir uns nicht zweimal sagen. So. Mompf. Tja. Jetzt haben wir hier diese drei Schlösser mit den Interferenzkreisen, die wir auf den Dias auch schon gesehen haben. Und wir müssen hier jetzt wohl irgendwas machen, aber nicht den Schimmer einer Ahnung was. Wir könnten anklopfen, aber wir haben ja leider, wir können ja nicht hier, das ist ja das Schöne und auch ein bisschen nervig an dem Spiel, dass man einfach hier keine Sachen kaputt machen kann. Man hat keine Waffe, man hat kein Maschinengewehr, keine Big Fucking Gun 9000, mit der man das hier einfach umnieten kann, sondern man muss, tja, man steht davor und denkt, ja, Kreise, zwei Kreise, drei Kreise. Ach, das wollte ich. Ja. Ich wollte eigentlich das Signalscope auspacken. Mal gucken, ob wir hier irgendwas. Quantenfluktuationen, keine. Radio, nix. Tja, also das hat wohl leider keine Funktion. Es kann auch sein, vielleicht sind wir hier drin ja abgeschirmt. Das Ding hat ja wahrscheinlich auch irgendeine Funktion. Also gehen wir doch mal wieder raus. Nachdem wir sicher sind, dass wir hier nichts mehr übersehen haben. Sieht nicht so aus. Okay, raus. Was gibt's hier noch? Wir können hier vielleicht auch noch nach unten. Was könnte denn hier noch sein? Schatten. Hier sind sehr viele Schatten. Ich glaube, dass das ein Holzweg ist. Der Weg der Schatten ist ein Holzweg. So. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich so weit unten bin, dass ich nicht mehr zurück in eins dieser Gebäude komme. Aber ich glaube, wir haben ohnehin vielleicht alles gesehen, was es da zu sehen gab. Warten wir doch mal hier an diesem freundlichen Strand. Tja.
Gut. Ich würde sagen, jetzt haben wir ein bisschen die Möglichkeiten erschöpft. Da ist jetzt nochmal ein Strand, beziehungsweise ein bisschen Boden. Es gab natürlich auch noch ein Stück weiter unten und wir sind ja jetzt einmal rum. Das heißt, wir sind relativ nah da dran. Diese Stelle, wo Geistermaterie. Guck mal, ob wir das hier sehen. Ne. Aber irgendwo da am rechten Ufer dieses Rundumflusses gab es ja Geistermaterie. So, das heißt, Spieldesign, wir sind ja nicht in einer Welt, die einfach so ist, wie sie ist, sondern wir sind in einer Welt. Oh, 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 oh. Diese Strömung darf man nicht unterschätzen. Scheiße. Wenn man irgendwo dran stößt, bin ich wahrscheinlich hier. Ja, aber wir sitzen hier fest. Okay. Ich weiß nicht, ob wir uns hier irgendwo heilen können. An dem Lagerfeuer gerade wäre es gegangen mit den Marshmallows, aber ansonsten, wir kommen ja ins Raumschiff, oder beziehungsweise wir sind ja jetzt hier in der Nähe der Eingänge. Okay, noch leben wir. Was ist das denn für ein Gebäude? Das ist komplett unter Wasser jetzt. Also das ist sehr schwer wiederzuerkennen. Steigt das Wasser vielleicht einfach immer weiter an? Also das da drüben scheint mir der Eingang zu sein, durch den wir heute nicht gekommen sind. Das ist der auf der sonnenabgewandten Seite. Der Eingang, durch den wir gekommen sind, müsste also hier drüben irgendwo sein. Ja, es ist natürlich alles massiv unter Wasser, das macht gar keinen Sinn. Sehen wir denn irgendwo die Geistermaterie? Ah, die Sonne ist schon wieder sehr, sehr rot. Also wir nähern uns, glaube ich, dem Ende dieser Loop. Gucken wir mal hier rein. Aber die Gefahr ist jetzt natürlich groß, dadurch, dass sich das alles so verändert hat. Okay, die Lampen hier sind alle aus. Interessant. Was hat es denn damit jetzt auf sich? Weil ich vermute mal, das wird die Brücke sein, die vorher über den Fluss ging. Das ist jetzt alles unter Wasser. Aber das heißt, das ist der Raum, in dem wir die Lampen geholt haben. Die sind jetzt alle ausgegangen, obwohl die gar nicht im Wasser sind. Das heißt, vielleicht führt der Einsturz des Staudamms dazu, dass hier die Elektrizität ausfällt. Es scheint auch merkwürdigerweise, bin ich sicher, aber es könnte sein, dass das Wasser immer noch steigt, was irgendwie physikalisch nicht so viel Sinn macht, weil es ja im Kreis läuft. Das Reservoir da oben ja leer gelaufen ist, aber ja, ich höre schon wieder die Endmusik. Dann können wir immerhin gleich nochmal rausfinden. Ich hatte ja diese irritierende, also diese Diskrepanz, dass normalerweise im Spiel einfach der Bildschirm weiß wurde, wenn diese Schockwelle von der Supernova-Explosion ankam. Ah, das reicht nicht ganz. Schade. Ja, wir haben jetzt sowieso nicht mehr so richtig viel Zeit. Versuchen wir hier hochkommen. Ich möchte versuchen, hier auf diesen Weg hinauf zum Staudamm. Da scheint es ja auch noch was zu sein. Sind das die Gebäude, bei denen wir waren? Es ist durch die Ringwelt-Geometrie auch alles gar nicht so leicht einzuschätzen. Ah, shit. Ja, da können wir nicht raufkommen, das wirkt mir jetzt auch wieder zu hoch. Knapp, aber nein. Okay, mal aufladen lassen. Ah, komm. Ja, okay. So, wenn wir jetzt in diese Richtung zum Staudamm zurückgehen, hier oben. Okay, jetzt hört die Musik auf. Sehen wir die Sonne? Wir sehen im Moment auch die Sonne nicht. Doch, da. Dann können wir doch hier jetzt mal das Ende des Universums, unseres Universums, unseres Sonnensystems. Ey, mach das Segel weg. Ich möchte es sehen. Oh, ja. Es ist passiert, offscreen, auf Bühne ist es passiert und da kommt jetzt die Schockwelle unbarmherzig auf uns zu.
Wenn ihr noch was auf der Bucketlist hattet, es ist zu spät. Das ist das Ende. Da sehen wir es kommen. Okay, das beantwortet immerhin diese Frage. Das ist das Ende der Loop. Merkwürdigerweise ist das Ende der Loop, bevor uns die Schockwelle erreicht. Aber das ist vielleicht einfach dadurch, dass wir hier im DLC, im Stranger sind, funktioniert die Mechanik ein bisschen anders. Die Schockwelle kommt auch vielleicht gar nicht beim Stranger an, und damit man dann nicht da drin überlebt, wird man quasi künstlich aus der Loop genommen. Vielleicht gibt es auch noch eine In-Universe-Erklärung dafür, wir werden sehen. Wir haben wieder ordentlich Fortschritt gemacht, auch wenn ich jetzt ein bisschen an der Stelle angekommen bin, wo ich nicht mehr so genau weiß, wo weitermachen. Aber das ist ja immer schön. Die nächste Folge fangen wir wieder damit an, dass wir im Computer nachgucken, was wir gelernt haben, und dann wissen wir vielleicht mehr, hoffentlich. Mal sehen. Es gab ja auch noch jede Menge Stellen von There's More to Discover hier. Das können wir uns dann nächstes Mal, können wir uns darum kümmern. So, und jetzt natürlich zum Abschluss einmal ein Marshmallow ordentlich verbrennen. Auspusten. Oh, das ist wegverbrannt. Das ist, das wollen wir nicht. So, schön schwarz. So ist richtig. Mahlzeit, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Mmh.